Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute lernen wir mal ein bisschen was. Und zwar unter anderem, wie Stoffe hergestellt werden. Okay, dann wünsche ich mal viel Spaß. Bevor es aber reingeht, gucken wir uns erstmal draußen ein bisschen um. Hier kann man mal sehen, wie noch richtig per Hand geschmiedet wird. Naja, und wenn man das alles gut beherrscht, kommen so eine schönen Gegenstände dabei raus. Körbe flechten möchte natürlich auch gelernt sein. Im Spreewald beherrschen diese Kunst noch viele Leute. Natürlich, wie das so ist, meistens aber nur die Älteren. Auch aus Holz kann man viele schöne Sachen machen. Wozu hier jede einzelne Maschine war, kann ich natürlich nicht sagen. Sind aber ganz schöne Apparate. Der Schmied macht aber einen ganz schönen Krach. Hier sehen wir mal einen richtig alten Geschützturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Dinger waren sogar mobil einsetzbar. Konnte man einfach irgendwo einbuddeln. Ja, und mit solchen Dingern wurde früher die Wäsche gewaschen. Allerdings hatte natürlich so ein Teil nicht jeder zu Hause. Das war vielleicht eher für Hotels und sowas geeignet. Naja, und mit den Teilen wurde die Wäsche dann getrocknet. Bevor man die Wäsche waschen und trocknen konnte, musste man sie natürlich erstmal herstellen. Mit welchen Maschinen das gemacht wurde, gucken wir uns jetzt an. Wie das genau gemacht wurde, sehen wir dann später. Da sehen wir die Maschinen auch mal in Betrieb. Hier erstmal bloß ein kleiner Überblick. Mund- und Nasenschutz musste man hier natürlich auch tragen. In 2 Jahren lachen wir uns über solche Bilder kaputt. Oder wir rennen da immer noch so rum. Kann ja alles möglich sein. Die Maschinen, die man hier sieht, sind teilweise aus den 30er Jahren und liefen teilweise sogar bis zur Wende. Ganz früher wurden die Maschinen noch mit Dampf angetrieben. Später wurde das Ganze dann auf Elektroantrieb umgerüstet.
Um aus Wolle Stoffe zu machen, werden schon ganz schön viele Maschinen benötigt. Nicht nur Stoffe wurden hier hergestellt, nein, auch Teppiche. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt und ich kann sagen, das ist eine langwierige Arbeit, um so einen Teppich fertig zu bekommen. Jetzt weiß ich auch, warum die so teuer sind. Hier wurde ja noch jeder Faden per Hand geknüpft. 750 Knoten war die Norm pro Stunde zu DDR-Zeiten und eine gute Knüpferin hat 1000 bis 1200 Knoten. Meist nach der Anleitung, die den Link oder 1 zu 1 dahinter steckte, die Knoten. Ach, die war direkt dahinter denn? Ja. Man muss hingucken, wie beim Stricken, dann macht die Hände mit solchen Spinnrädern wird zum Teil heute noch Wolle gesponnen. Zumindest im Spreewald. Dieser Webstuhl ist natürlich nichts für zu Hause. So wurden früher industriell Stoffe gewebt. Natürlich eine mühselige Arbeit. An dieser Maschine wurden erstmal kleine Mengen an Wolle gemischt. Und zwar so lange, bis man den richtigen Farbton hatte. Wenn man denn den richtigen Farbton hatte, wurde das Ganze hochgerechnet. Diese Filzrollen, die man dann hatte, kamen in diese Maschine. Genauso wie beim Spinnrad wurden daraus Fäden gesponnen. Diese wurden dann hier auf solche Rollen aufgewickelt. Allerdings waren diese nicht besonders reißfest. Hier wurden dann mehrere Fäden zusammengewickelt, um eine Reißfestigkeit herzustellen. Man konnte hier auch nochmal einzelne Fadenfarben zusammenmischen. An dieser Maschine wurden dann die einzelnen Fäden auf solche Spulen gewickelt. Naja, und dann kam der letzte Schritt. Hier wurden dann die Fäden verwebt und Stoffe hergestellt. Das ist hier schon ein Webstuhl, wo das Schiffchen automatisch hin und her geschossen wurde. Beim anderen vorhin passierte das ja noch per Hand. Wenn man sich überlegt, dass man 8 Stunden lang am Tag bei solchen Krach arbeiten musste, ja, das war schon kein Zuckerschlecken. So, bevor sich das Video langsam aber sicher dem Ende zuneigt, sehen wir hier noch einen etwas älteren Webstuhl. Ja, da haben wir ja heute mal was gelernt. So, das war's dann vom Video gewesen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Video. Bye.